Kurz vor der Sommerpause sind Teppe und Schwen nochmal auf dem tollsten Schießstand der Nation zu Gast. Und das auch noch beim schönsten Schießstandbetreiber, Mike Bischoff. Vielen Dank, Mikey, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Wir wollen einfach noch mal ein bisschen üben und Tontauben im Parcours schießen, zum Platzen bringen. Ich bin ganz gespannt, wie uns das heute gelingt. Ich habe heute das erste Mal dabei, das nur zur Entschuldigung vorweg, das Wechsellaufbündel für meine Doppelbüchse 20er Läufe und bin gespannt, ob das damit auch so gut klappt wie mit allen anderen. Also er hat nicht nur seine Mickey-Mäuse schon auf, deshalb spricht er ja auch so laut, sondern er schießt auch mit einer 20er Flinte und will uns damit sagen, also wenn er mal die eine oder andere Taube fehlt, dann liegt das daran, dass seine Vorlage nicht so groß ist. Nicht die Vorlage, die man braucht, wenn man ein bisschen älter ist und das eine oder andere Tröpfchen schon vorbeigeht, sondern die Vorlage, die hier für die Schrotpatrone gemeint ist. Und das ist natürlich bei einer 20er Flinte ein bisschen weniger als bei einer 12er, die wir beide jetzt hier schießen. Mikey, sag du doch auch noch was. Schön, dass ihr da seid. Jetzt! Ja! Also wir haben hier einen Jagdparcours. Das ist der Schießstand der Landesjägerschaft Niedersachsen, also Landesjagdverband Niedersachsen in Liebenau. Das ist südlich von Hannover, südwestlich kann man auch sagen. Bei Nienburg. Bei Nienburg an der wunderschönen Weser. Und wir freuen uns, dass wir heute mal hier sein dürfen. Die Sonne lacht und auch uns aus allen Öffnungen geht die Freude ab, dass wir heute mal wieder bei dir sein dürfen. Wir sind ja schon öfter bei dir gewesen und sind ganz gespannt, wie du dich entwickelt hast. Wie wir uns entwickelt haben, wisst ihr alle. Also man sieht. Hauptsache es macht Spaß und schmeckt. Ich schieße vor, ihr schießt nach. So machen wir es. Oh ja. So machen wir es. Fängst du mit der 4 an, Heiko? Ja? Nein. Ja, ich find's super. Hopp. Ich möchte nur kurz sagen, filmt weiter. Draufbleiben. Dann seht ihr das auch, wie gut ich intuitiv mit dieser Flinte schieße. Also es ist von der Taube nichts übrig geblieben. Ich möchte das auch nochmal anmerken. Also das ist seine Definition von nichts. Hast du irgendwas gesehen? Ja. Hast aber auch nicht hingeguckt. Splitter. Bitte schön, lass jocken. Hattest du noch irgendwelche Fragen, Bernd? Nee. Machen wir mal 12, Heiko. Jo! Super, wie ich das mache, oder? Ich muss euch aber auch eine Chance geben. Ach so, dann geht's schon los. Ja, runter, jawoll! Treffer 1. Und abfahren. Also, hast du die 3, bitte? Wohlgemerkt, meine war natürlich getroffen. Treffer 2. Hier. Ja, das ist Nachhaltigkeit. Hier werden auch noch die kleinsten Splitter kaputt geschossen. Ich komme so selten da draußen, da muss man das auch mal versuchen. Ja. Man denkt immer, da käme ein Bruch raus, aber das sind 2 Tauben, die unmittelbar nacheinander rausfliegen. Ich zeig euch das mal eben, ne? Ja. Komm. Nee, zeig uns das jetzt mal. Also die 2. solltest du auch noch treffen. Hab ich doch. Ja? Ja, klar. Nein. Doch. Also nicht. Ihr müsst auch hingucken, wenn ich schieße. Ja, ja. So, ich versuch's auch mal. Aber ich übernehme dafür keine Gewehr. Los. So, was machen wir jetzt, Heiko? Hase! Springender Rollhase. Der hat da extra so eine Kinderrutsche eingebaut. Und da kamen auch wieder 2 Stück raus. Und der nächste. Hast du gesehen, dass ich das Bruchstück getroffen habe, Schwen? Ja. Einmal noch. Ah, jetzt war ich nicht so weit. Ja.
Das gibt's doch gar nicht. Noch Fragen, meine Herren? Kannst du doch mal hier diese richtig schnellen? Hopp! Ich nehme die auch noch mal, Heiko. Die ist aber schnell, da muss man. Also da musst du schon. Ah, nee, das war auch noch hinterher. Hinterher. Hinterher, als ob du das sehen würdest. Ja. Auch hinterher, ich zeige euch das jetzt einmal eben. Hopp! Ah, so sollte man das machen. Wolltest du wissen, wo du hingeschossen hast? Benedikt? Weißt du, wo du hingeschossen hast? Nee. Vorbei. Komm. Man hat den Eindruck, sie steht in der Luft, ne? Aber sie steht in der Luft? Man hat so den Eindruck. Findest du nicht? Die geht so ganz langsam. Ja, da bin ich mal gespannt. Hopp! Tja. Dann kann man sich ja erst noch mal ankicken, wo sie hinkommt. Und dann schießt man vorbei. Dann musst du bestimmt 2,5 Meter vor und rechts halten, oder? Ja. Jetzt, wo du sagst, ja. Oder? Also da will ich sie gleich treffen. Dahin drehe ich mich. Dann habe ich ganz viel Zeit, ganz viel Zeit. Respekt. Nö, ich wollte euch das mal zeigen, wie es geht, ne? Ich schieße auch nicht mehr. Nee, die ist schnell. Aber da vorne steht sie ein bisschen in der Luft. Ja, aber nur so ein bisschen. Es sieht so aus, als stünde sie. Hopp! Jawohl. Ja, die ist ja einfach. Hopp. Jawohl, Dublette. Man nennt mich ja auch den Dublettenmann. Du darfst? Da, 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 da. Okay, hopp. Jawohl, voll echt. Du hast es mir richtig gezeigt, wie es geht. Ja, Schutzbrille und Käppi, weißt du, ist Pflicht, ne? Ja. Sicherheit, Schuhe, genau. Da läuft das. Habt ihr alles. 100%ig. Vielleicht liegt es daran, dass du 2 Abzüge hast. Bessere Bedingungen. Güte, Alter, ich treffe diesen Hasen nicht mehr. Ja, ich dachte, da kommt noch einer. Ah. Ja, und je größer man die Klappe macht, desto beschissener wird man. So, ich hab nichts mehr. Bene, hast gesehen, sind mehr Hasen als bei euch vertreibt, ja, ne? Heiko übrigens, der wichtigste Mann heute. Am Drücker. Er ist heute am Drücker. Heiko ist am Drücker. Heiko, was drückst du mir jetzt? 3 und 12 Sim. 3, 12. Und wo ist Sim? Ach so. Bei meinem Schießausbilder war das ja dann immer so, wenn er mich korrigiert hat oder versucht hat zu korrigieren, hat er immer gesagt, ja, ist vorbei. Das hilft ungemein beim Flintenschießen. Aber jetzt, wo ich von Mike lerne, bin ich auf einmal... Ja, ich will das nochmal zeigen. Ich will ja nicht sagen, dass ich dich rechts überholt hätte, Mikey, aber... ja, was soll ich sagen? Das ist eine neue Waffe, ich bin auch noch nicht so drin. Ach so. Klar. Eine neue Waffe ist wie ein neues Leben. Der Luftdruck ist gerade auch auf einmal extrem abgefallen. Wir hatten kurz Regen. Ist auch eine ganz fiese Sonneneinstrahlung. Ja. Ich habe das Gefühl, die Dinger stehen in der Luft. Oder? So. Hast du Munition? Ich habe noch 2, ja. Buchst du irgendeine Wecke? Ich würde vorschlagen, der Heiko macht einfach mal. Jalousiegriff nennt man das. Und ich gucke, wo die Taube kommt. Danke. Und es wäre total lieb, Heiko, wenn du da nicht die schnellsten nimmst. Also du meinst wie auf der Yacht? Genau, wie auf der Yacht. Hopp! Soll ich dir vielleicht doch noch helfen? Hast du schon mal einen Hasen gesehen, der so hoch und so weit springen kann wie der und dann noch über diese Kinderrutsche? Ist geil, oder? Finde ich. Mega. Ja!
Nee, da war nichts mehr nachzuschießen, mein Lieber. Vier Schuss vorbei. Super, Jungs. Astreine Leistung. Okay, dann nehme ich die nochmal. Ja. So macht man das übrigens, ne? Aber da siehst du auch, was eine Folge Unterricht hier ausmacht, ne? Oder? Es ist Schießen wie vom anderen Stern bei dir. Ja, wenn du mir das einmal beigebracht hast. Das ist Wahnsinn. Also das ist so wie auf einer emsländischen Hasenjacht, oder? Ja. Da kommt ein Hase gelaufen und alle flinten, boah, gehen in eine Richtung. Bop, 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 bop. So, das ist meine letzte Taube. Aua. Noch irgendwas Schönes zum Abschluss für mich. So, war schön mit euch. Maike, vielen Dank für die tolle Zeit wieder hier. Es macht immer sehr viel Spaß, mit dir hier Parcours schießen zu dürfen. Ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen, jagdliches Schießen auszuüben. Das übt für den jagdlichen Alltag unheimlich, aber macht eben auch einfach so viel Spaß, dass, wenn das dann vor allen Dingen klappt und wenn man dann noch einen Profi dabei hat, der einem noch die ein oder anderen Tipps gibt, ist das noch viel besser. Es ist mir auch wichtig zu sagen, es macht Spaß und es macht auch Spaß mit dir, lieber Maike, mit Heiko, dem Drücker. Herzlichen Dank. Es ist einfach super, jedes Mal wieder mit euch zusammen zu sein. Und das ist doch das Großartige bei der Jagd, dass man nicht nur die Natur genießen kann, dass man sich nicht nur Wildbrett aneignen darf, es gemeinsam zubereiten kann, sondern auch solche Übungstage gemeinsam einfach verbringt, einfach Spaß miteinander hat. Und diesen Spaß wollen wir rüberbringen. Und dafür haben wir jetzt eine ganz neue Plattform, die heißt jagdleben.com. Und bei jagdleben.com übrigens, der Projektleiter ist Bene, der sich wirklich aufgerieben hat in den letzten 12 Monaten. Also mindestens obligatorisch. Danke. Überobligatorisch. Und wo wir auf jagdleben.com ganz viele neue Abenteuer präsentieren, aber wir präsentieren euch auch den Weg zu einer seriösen Jagdausbildung in Zusammenarbeit mit den Jagdschulen, in Zusammenarbeit mit den Jagdverbänden. Zeigen wir euch, wie man sich heute digital vorbereiten kann auf die Jägerprüfung. All das, was wir in unserem Buch Krebs vor und nach der Jägerprüfung haben, haben wir dort digital präsentiert. Und wir werden auch im September ein Kochbuch, das heißt Wild genießen, an den Markt bringen und würden uns auch da freuen, wenn ihr dabei seid und diese leckeren Gerichte, die wir alle schon ausprobiert haben, dann auch mal nachkocht. Maike, hat es dir eigentlich auch Spaß gemacht? Du sagst gar nichts mehr. Du bist einfach froh, wenn wir jetzt weg sind. Es war sehr schön und ich werde wild genießen. Und ich werde mich freuen, beim nächsten Mal mit euch Tauben in der Luft zu sehen, die scheinbar da stehen. Die einfach da stehen. Zumindest stehen die Tauben. Und das haben wir heute genossen. Genau. Das war herrlich. Vielen Dank. Wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause. Wenn ihr schon im Urlaub seid, im Wohlverdienten, dann noch eine ganz tolle Zeit. Wenn ihr die Ferienzeit jetzt erst bei euch losgeht, dann dafür auch natürlich nur die besten Wünsche. Wir sehen uns bald wieder. Hört nochmal in unseren Podcast rein. Auch den haben wir gerade aufgenommen. Ziemlich aktuell. Es wird spannend. Und nicht vergessen, jagdleben.com. Horrido. Joho. Du sagst doch jetzt auch noch was. Nein, was denn? Erzähl einen Witz. Nein, oh, ich kenne geil. Wo sich zwei Jungs unterhalten, dann sagt der eine, du, meine Oma hat immer gesagt, du bist, was du isst. Dann sagt der andere, komisch, ich kann mich nicht erinnern, ein volles Stück gegessen zu haben. Horrido, mach's gut. Oh, der ist super. Der ist super. Der ist wirklich super.